Heute wird Björns Tag. Warum denn? Ich freue mich, hier zu sein mit euch. Oh, ist das schön. Wird, glaube ich, auch ein guter Tag. Entspannte Truppe. Die Kamera schon an? Natürlich. Ich habe jetzt auf den Punkt gewartet, warum du sagst, warum das gerade heute so entspannt ist, weil der Penner nicht da ist oder so. Ah, solange wir Abstand zu den Ärschen da vorne halten, ist alles in Ordnung. Ne? Der Tag wird nur so schön, weil du manche Videos machst. Natürlich. Nur deswegen. So, jetzt reicht das auch langsam, deswegen mache ich die Kamera schon wieder aus. Nein. Okay. Die Füße hängen lassen, weil wenn du die Füße auf die Pedale nimmst, dann hältst du dich zusammen mit den Armen fest. Okay. Ach, Malte macht das schon vor. Beim Aussteigen, wenn ihr oben ankommt, also hier geht der Stängel ja so davor lang. Oh, was sagst du dazu? Läuft, ne? Genau so machen wir das. Aber vielen Dank. Gerne. Wir werden sehen. Praxis und Theorie. Wir sind die Horschies. Brauchst du eine Einweisung? Ist das vorwärts? Kannst du einmal festhalten? Also ich komme von links oder von rechts? Beide Beine rüber, ne? So, verstanden. Der kommt so. Ah ja. Alter, was meinst du? Ich sehe mich schon auf der Fresse. Eigentlich ja, es geht sofort los, ne? Das Problem ist nur, dass du gestresst sein wirst, weil ich sage, mach, mach, mach! Suche mein Glück, wir sehen uns vielleicht später. Ja. Wehe, das klappt, Björn, echt. Auf geht's. Dann ist mein Leistungsdruck ein bisschen höher. Wie beim Ballett. Jan, Junge! Ich komme! Wow! Yippie, ich Schweinebacke! Haben wir eigentlich besprochen, was passiert, wenn wir abkacken? Und Leute, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Meine Nase juckt. Ein bisschen verspannt bin ich, ja, muss ich gestehen. Alter, ist das steil! Oh Gott, ich dachte, ich lache. Oh. Ist Malte schon abgestürzt? Wehe, der schafft das jetzt, ne? Dann schubsen wir ihn um, Björn, wenn er das nicht, wenn er das schafft. Malte, zwei von drei haben es nicht geschafft. Hinter der roten Linie rausgehen, zur Seite. Alter, ich hab... Björn, jetzt geht's. Malte, ich beleidige dich jetzt den ganzen Tag. Penner, der hat das geschafft, echt. So, da kommst du nicht drum herum. Und irgendwann, wenn du nicht dran denkst, schubsen Björn und ich dich einfach um. So, dieses Video wird nur aus Liftfahrten bestehen. Boah. Immerhin liege ich nicht auf der Fresse. Ah, komm, jetzt kommt der Checker. Er hat das Rohr im Griff. Oh, guck's dir an, wie lässig. Björn, wir haben es alle geschafft. Doch, du bist nicht hingeflogen. Ja, ich habe noch nicht so eine Oberarme wie du. Wow! Ah, gut, du schubbelst. Und hier wirbelt so viel Staub auf durch euer ganzes Gebremse da vorne. Wie kannst du hindern? Scheiße reden kann ich. Warte mal, nimm mal meinen Arsch jetzt auf. Ja, dann fahr du Arsch. Du Oberarsch. Hast du auf den Knopf gedrückt, du Arsch? Ja, du Arsch. Thank you.
Sauber! Der ist immer doof. Das sind meine Alter. Opa. Das ist aber schon recht schnell, ne? Einbruch nicht, Björn! Ob man sich da wirklich ducken muss? Wieso fehlst du den Absatz? Oh. Kann man den fahren da? Trockene Kehle jetzt, ey. Oh, jetzt ist ein Getränk gepackt. Auf geht's. Ne? Seid nicht im Ernst. Your ass first. Da ist eigentlich die Klappe aufgemacht, ne? Thank you.
safe! Ja, das ist nur, weil ich deine Linie hinterher gefahren bin. Ja, die war scheiße. Alles da? Jo. Ja, ja, alles gut. Abgemault! Weit. Fahren wir auch diese ganzen komischen Sachen dann? Kannst du machen. Fahr. Nee, die komischen Sachen lasse ich aus. Okay. Also ihr könnt die fahren. Ne, fahren wir vor. Vielleicht so, dass wir uns nochmal wieder sammeln. Ja, komm, dann fahren wir erstmal weiter, nichts mehr. Weil er will fahren gerade. Ja, komm. Gut.
So, wenn das hier deine Hausstrecken sind, ich glaube, dann muss man auch gut fahren können. Ne? Ist ja so ähnlich, wie wir unschlagbar sind auf dem Hütti Trail. Absolut. Naja, unschlagbar. Macht uns keiner was. Naja, gut, der Einzige, der mich mal geschlagen hat, war Torben auf dem. Aber da hat er ja auch nur sein GPS runtergeworfen. So, das war's für heute.